Heute soll es einmal um die Gastfreundschaft gehen. Kommen Sie mit. Liebe Freunde und Freundinnen draußen Gottesdienst, seien Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Andacht. Neulich abends um 22 Uhr klingelt es bei mir an der Haustür. Na nur, schon so spät, dachte ich. Zwei junge Leute waren mit dem Kahn unterwegs und suchten eine Übernachtungsmöglichkeit. Alle Pensionen in der Stadt waren schon ausgebucht. Sie haben dann bei uns im Gemeindehaus übernachtet. Heute geht es um Predigttext, um das Thema Gastfreundschaft. Wie wichtig die Gastfreundschaft ist. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Gottesdienst. Im heutigen Text geht es um Engel und um Gastfreundschaft. Wenn wir von Engeln reden, denken wir oft an geflügelte Wesen, die ansonsten Menschen ähnlich sind. Wenn in der Bibel von Engeln geredet wird, dann sind damit oft Menschen gemeint, die von Gott einen Auftrag bekommen haben, den sie ausfüllen wollen. Sie haben keine Flügel, sind aber sozusagen von Gott beflügelt. Deshalb kann nie ausgeschlossen werden, dass Engel an unserer Tür klopfen. Wir hören aus der Bibel. Die Liebe zu den Brüdern und Schwestern soll bestehen bleiben. Vergesst aber auch die Gastfreundschaft nicht. Denn auf diese Weise haben schon manche, ohne es zu wissen, Engel als Gäste aufgenommen. Denkt an die Gefangenen, als ob ihr mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, als wären es eure Körper, die misshandelt werden. Liebe Gemeinde, ich erinnere mich, ich war als Jugendlicher alleine auf Radtour unterwegs. Es regnete in Strömen. Mir hängt der Magen in den Kniekehlen, ich muss unbedingt einen Campingplatz finden, dachte ich. Kurze Pause in einem Bushäuschen, wenigstens Schutz vor dem Regen. Es wurde schon dunkel. Plötzlich spricht mich ein Bauer ein. Er lädt mich ein in sein Haus. Er und seine Frau geben mir zu essen und dann ein einfaches Zimmer. Ich kann sagen, die beiden haben wahrscheinlich keinen Engel beherbergt. Ja, aber ich habe bei ihnen wahre Gastfreundschaft erlebt. Die beiden sind mir zu Engeln geworden. Viele Beispiele in der Bibel sprechen von Gastfreundschaft. Denken Sie daran, wie Abraham und Sarah die drei Männer bei Mamre treffen. Abraham ist der perfekte Gastgeber. Als die drei Männer vor seinem Zelt stehen, lässt er alles stehen und liegen. Er sorgt dafür, dass sie sich waschen können und sich im Schatten niederlassen können. Er tischt ihnen auf, was er hat. Brot, Butter, Käse, Milch, Kalb. Und sie kommen ins Gespräch über die Zukunft und die Herkunft, über Träume und Pläne. Und die Gäste verkünden, dass die hochbetagte Sarah einen Sohn bekommen wird. Als sie das hört, bekommt sie einen Lachanfall. Peinlich, dass die Gäste das mitbekommen. Denn es ist unhöflich, über Gäste zu lachen. Und erst recht über Engel. Sarah versucht, sich herauszureden, aber es gelingt nicht wirklich. Die Gäste ziehen weiter. Gäste, die was zu sagen hatten. Die sie überraschten und eine andere Welt mitbrachten. Gäste, die sich wohlfühlten und eigentümlich vertraut waren, obwohl sie fremd waren. Und obwohl Abraham und Sarah wussten, wer sie waren, stellte dieser Besuch ihre Welt gehörig auf den Kopf. Ein Kind in diesem hohen Alter, das Thema hatten sie doch schon abgehakt. Und jetzt lachen und weinen zugleich. Die Zukunft bekommt eine neue Farbe. Engel als Gäste. Vergesst die Gastfreundschaft nicht. Vergesst die Gastfreundschaft nicht. Warum eigentlich nicht? Weil es ein Engel sein könnte, der da vor der Tür steht. Ein Bote oder eine Botin Gottes. Ein himmlischer Gast, dem man seine himmlische Herkunft nicht ansieht. Beispiele aus der Bibel gibt es genug. Abraham, Elia, die junge Maria.
Die Hirten sehen an Heiligabend Engel. Ein Engel tröstet Jesus im Garten Gethsemane. Und es sind schließlich Engel, die die trauernden Frauen am Grab von Jesus wieder ins Leben schicken und sie trösten. Und nun klopft jemand bei mir an. Ich lasse ihn ein, decke den Tisch, biete ihm etwas zu trinken. Wasser, Kaffee, ein Glas Wein, ein Bier. Mein Gast soll sich wohlfühlen, er soll willkommen sein, er soll sich zu Hause fühlen. Ich nehme mir Zeit, ich höre ihm zu. Ich bin neugierig, was er zu erzählen hat. Meine Welt wird weiter, wenn ich einen Gast habe. Meistens. Ein Engel? Es ist Platz für Gottes Engel. Nicht nur zu Hause, sondern auch in unserer Kirche. Wenn Neugierige oder Suchende den Weg in unsere Kirche finden, dann fühlen sie sich wohl bei uns. Die Gäste in der offenen Kirche fühlen sich wohl und fühlen sich gut aufgehoben. Sie bekommen die Kirche gut erklärt, sie sind willkommen, die Tür ist jeden Tag offen. Wir machen es ihnen leicht, sich wohl zu fühlen. Und wir kommen auch miteinander ins Gespräch. Es könnten Engel sein, die uns etwas zu sagen haben und unsere Welt auf den Kopf stellen. Sie haben Gott mit im Gepäck, und sie haben was zu sagen. Nicht alles ist gefällig, aber sie verbinden uns mit dem Himmel. Und die Zukunft bekommt eine neue Farbe. Die Bauern an der Elbe sind mir zu Engeln geworden. Sie wurden mir zu Boten Gottes. So wurde ich ganz selbstverständlich als Gast behandelt. Eine Kultur der Gastfreundschaft, die gut tut. Es sind Menschen, die für andere da sein wollen, die etwas geben wollen, wenn man sie braucht. Boten und Bote Gottes. Bote und Boten einer Menschenfreundlichkeit, die unsere Gesellschaft braucht. Halten wir also unsere Kirchentüren weiter offen. Halten wir die Kirchentür offen für Gäste, die womöglich Engel sind. Sie sind im Namen Gottes unterwegs. Sie haben uns etwas zu sagen. Überraschend, das Herz weitend, unsere Welt auf den Kopf stellend. Vielleicht nehmen wir sie am Anfang nicht ganz ernst, so wie Sarah zuerst. Lasst uns gastfreundlich sein. Heute, morgen und in Zukunft. Damit die Welt eine andere Welt wird. Eine größere, eine weitere Welt. Eine Welt, die Platz hat für Gottes Engel. Raum für seine Freundlichkeit und seine Zukunft. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf zu dir und schenke dir Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.